ich bin wieder zurück und ich will, also wir essen heute noch Brokkoli, Fischstäbchen und so ein Kram und dann noch Kartoffeln. Hallo ihr Lieben, ich habe ganz spontan gerade beschlossen, ich mache die Flaggencam an. Heute ist Mittwoch, wir haben etwa 11.30 Uhr. Mein Mittagessen ist im Ofen. Bei uns gibt es heute geröstete Kartoffeln, Brokkoli und Lachs. Und hinter mir ist mein Chaos, das ich jetzt noch wegräumen muss. Dann flitze ich gleich los, hole Avi von der Schule ab und dann schauen wir mal, was der Nachmittag so bringt. Auf jeden Fall nehmen wir euch heute wieder mit. Und ich hatte beim Kartoffelschälen gemerkt, dass ganz viele der Kartoffeln einfach nicht mehr so der Renner waren. Jetzt hatte ich voll viel Verschnitt. Die muss weg, die muss weg. Naja, was soll's. Und schaut hier, selbst beim Brokkoli waren da ein paar komische Stellen. Essen ist im Ofen. Das dauert jetzt etwa eine halbe Stunde. In etwa genauso lange, wie ich noch habe, bis ich zur Schule muss. Und ich habe hier ein paar Sachen liegen. Ich habe wieder bei Justice bestellt. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal gezeigt. Entweder hier oder auf Instagram. Also folgt uns auch gerne mal auf Instagram. Da heißen wir Ava und Jade. Und zwar hatten wir die 2-3 Mal, die wir in den USA waren, immer super gerne in diesem Laden Justice gekauft. Und ich war super enttäuscht, dass wir dieses Jahr nicht in die USA kamen. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich auch nicht fliegen, aus verschiedenen Gründen. Und ja, dann dachte ich, Mensch, ich muss doch mal auf der Website gucken. Denn die hatten bisher nie nach Deutschland geschickt. Und seit, glaube ich, 2-3 Monaten machen die das mit Border Free. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich bestellt habe. Und beide Male hat das tipptopp geklappt. Also das ist keine Werbung. Ich habe das Zeug wirklich alles gekauft. Die wissen nicht, dass ich bei denen bestellt habe. Ich dachte nur, ich zeig's euch mal, falls ihr auch immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Sachen seid. Und zwar ist das meiste für Weihnachten und für Nikolaus bestimmt. Also der Schlafanzug ist für, ich glaube, der ist jetzt für gleich, aber die Schlüppis sind die nicht cool. Die sind für dann. Für Weihnachten, da wird sich Ava sehr freuen und sowas habe ich halt hier bei uns auch noch nie gesehen. Dann bei dem Schlafanzug, falls ihr unseren letzten Justice Haul gesehen habt, habt ihr bestimmt gesehen, dass ich sowas ähnliches schon mal gekauft hatte. Und zwar super ähnliches Muster, super ähnliche Farben, nur dass da das Oberteil lang ist und die Hose kurz. Und da ist jetzt das Oberteil kurz und die Hose lang. Finde ich irgendwie auch seltsam. Auf jeden Fall kann sie dann, je nachdem wie warm oder kalt es ist, Mix und Match machen, denn der alte, also der andere vom letzten Haul, der Pyjama, der gefällt ihr super gut. Und dann habe ich hier noch, entweder für Nikolaus oder Weihnachten, weiß ich noch nicht, 2 Sachen besorgt. Dieses coole Plüschtier, das steckt hier in so einem Cupcake drinnen. Und Ava fängt ja jetzt an, auf so Schminkzeugs zu stehen. Das ist ein Lipgloss mit einem A drauf. Und diese Sachen hier wird sie gleich kriegen, die sind nämlich für Halloween. Das sind einmal diese Ohrringe und dann dieser super süße Katzenhaarreif. Und die Sachen sind in echt wirklich genauso schön wie auf der Webseite, wenn nicht sogar noch schöner. Und preislich gesehen auch wirklich im niedrigeren Segment angeordnet. Natürlich, wenn dann noch der Versand und die Steuern draufkommen, dann, ich glaube, dann hat man etwa so Zara-Preise, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig überschlage im Kopf. Also rentiert sich auf jeden Fall und man hat mal was, was nicht jeder hat. Ich lasse die Sachen jetzt schnell verschwinden. Da unten steht übrigens was von Barbie. Das wollen wir noch filmen. Und ja, ich lasse die Sachen verschwinden und dann gucke ich nochmal nach dem Essen. So schaut unser Essen jetzt übrigens aus und ich hole jetzt meine Avi ab. Hi, ich bin wieder zurück und ich will, also wir essen heute noch Brokkoli, Fischstäbchen und so ein Kram und dann noch Kartoffeln und Gemüse. Und ich freue mich schon aufs Essen. Ah, schmeckt immer so gut und es riecht immer so gut und hier ist auch mein Zimmerspiel. Also ja, und da hinten kocht die Mama. Ich sage euch jetzt, was ich ganz auf meinem Zimmer spiele, was sehr bestimmt ist. Wenn ihr schon lange geguckt habt, wisst ihr schon, was es ist? LPS! Oh, ich liebe die einfach, weil die so klein und süß sind. Das ist... Mama, ich bin von der Schule wieder zurück. Schön. Was essen wir? Fischstäbchen. Mhm. Evi hat den Barbie Camper entdeckt. So, es gibt aber Essen. Oh ja. Deswegen hatte ich dich gerufen. Okay. Genau.
Da sind noch Vitamintabletten und das ist unser Essen. Also das Essen war lecker, aber ich habe mir jetzt, seht ihr das, auf letzten Metern beim Spülmaschine einräumen noch das Oberteil vollgekleckert. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal umziehen gehen. Das ist ja toll gelaufen, kann ich dazu nur sagen. Naja, und Ava hat morgen eine Deutscharbeit. Da werden wir jetzt noch ein bisschen was für lernen, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Und das Wetter ist ganz schön, dann werden wir nochmal in die frische Luft gehen. Ich sitze hier vor einem absoluten Chaostisch. Wir haben die Sachen noch nicht weggeräumt, weil wir immer noch am Lernen sind. Ava schreibt hier morgen Deutsch, aber jetzt hat sie erstmal eine Pause gemacht. Sie ist spielen gegangen und ich sitze hier, immer noch verkleckert übrigens. Ich hoffe, man sieht es nicht. Klar sieht man das. Na, typisch. Also ich muss mich jetzt gleich umziehen. Ich sitze hier mit der Glossy Box und ich wollte die euch mal zeigen. Das letzte Mal hatte ich die Glossy Box bestellt. Da war Ava, glaube ich, entweder noch nicht geboren oder unter einem Jahr. Und dann fand ich den Inhalt irgendwie nicht mehr so gut, aber dieses Jahr hatte ich Interesse an dem Adventskalender und da hat man dann im Prinzip dreimal die Glossy Box fast umsonst dazu bekommen. Da dachte ich, na was soll's denn, probierst es einfach nochmal und wir gucken jetzt einfach gemeinsam rein. Und ihr seht hier jetzt das ungeschönte wahre Leben. Hier ist noch die zweite Kamera, wir filmen nämlich im Moment auch in so ganz kurzen Clips ein Video für Alles Ava, deswegen liegen hier zwei Kameras. Und hier ist hier die Glossy Box. Na dann. Oh, da ist noch eine andere Verpackung drin. Okay. Und dann noch ein bisschen Werbung hier auch zu Dr. Smile. Okay. Aber was ist hier drin? In Day and Night. Ich finde also die Verpackung sehr, sehr schön. Oh Gott, ich schäme mich richtig. Normalerweise gebe ich mir immer Mühe, dass alles ordentlich aussieht, aber heute dachte ich, ich lasse es einfach mal. Und dann machen wir das gute Teil mal auf. Dann finden wir hier drin jetzt, ich glaube, so eine Infokarte. Eine Schleife, die nicht so toll gebunden ist. Okay, aber das macht ja nichts. Super schön. Die Farbe ist total intensiv. Ich weiß gar nicht, ob die in der Kamera jetzt so richtig neonorange rüberkommt, wie es wirklich ist. Also schön verpackt ist es ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt wohl die Produktinfo? Nee, auch nicht. Das ist der Adventskalender, von dem ich euch erzählt habe. Seht ihr? Den wollte ich nämlich mal gerne ausprobieren. Und hier sind jetzt die Produkte drin versteckt. Ich hole die raus und zeige sie euch. Das sind jetzt hier die 5 Produkte. Hier ein Lippenstift von Alverde, den ich auch mit der Farbe tatsächlich nehmen würde. Ich glaube, das soll ein Lash-Serum sein, also ein Wimpernserum. Dann einen Puder von LOV, von Love, einen roten Nagellack, finde ich auch sehr schön. Und eine Mascara. Also allgemein gar nicht schlecht. Aber ich denke, ich habe mittlerweile, weil ich halt auch schon eine Nummer älter bin und Make-up und so ein Zeug schon eine Weile sammel, schon so viel, dass mich sowas schlecht umhauen kann. Ich habe gefühlt schon 5 von diesen roten Nagellacken. Wimpernseren kann man immer gebrauchen, also das finde ich gar nicht schlecht. Die Lippenstiftfarbe habe ich natürlich auch schon. Und ja, dann bin ich gespannt, eine Mascara und den Puder zu probieren. Ich weiß auch ganz ehrlich gar nicht, was ich erwartet habe. Ja, naja, auf jeden Fall enttäuscht bin ich nicht. Umgehauen hat es mich auch nicht. Und das ist, ja, das ist halt so ein Teil. Ich glaube, wenn man neu ist im dekorativen Kosmetikbereich und vielleicht auch was Hautpflege und so angeht, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wer schon viel hat, für den ist das wahrscheinlich gar nicht so schrecklich spannend. Naja, jetzt habt ihr die Glossy Box mal gesehen. Und ich rufe die Ava und wir werden jetzt hier wahrscheinlich einfach noch eine Runde weiter lernen. Wir üben gerade für Deutsch. Wir haben uns hier zusammengekuschelt übereinander. Für ein Video mussten wir uns gerade noch umziehen. Ava konnte den Simpsons-Pulli nicht anlassen und ich natürlich meine verkleckerte Bluse auch nicht. Ich habe jetzt eine unverkleckerte Bluse an.
Morgen wird eine Deutscharbeit geschrieben. Ne? Dun, 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 dun. Aber aneinander gekuschelt lernt es sich immer noch am besten. Mhm.